Guten Morgen, guten Vormittag. Es freut mich, sind Sie so zahlreich hier erschienen. Es ist doch immer schön zu sehen, wie viele Leute sich für diesen eher ja, vielleicht technisch und auch Open Source Track sich anmelden jedes Jahr. Wir haben heute drei Referate vorgesehen. Vielleicht als kleine Anmerkung, wir haben etwas umgestellt. Es ist nicht ganz so wie im Programm vorgesehen. Zuerst werden wir Roman Müller haben, dann Balthasar Oswald und danach kommt Herr Walker. Das heißt, kleine Umstellung aus terminlichen Gründen. So viel dazu zum Administrativen. Ich stelle die Frage nicht wegen der Sprache, wir sprechen einfach Schriftdeutsch. Dann muss ich auch niemand outen, etwas nicht zu verstehen, zu dem Friburger Deutsch verstehen, nicht alle. Ich möchte direkt das Wort an Roman Müller übergeben für das erste Referat, wo es darum geht, wie geht man in einer Ausschreibung um, wenn sich die Frage stellt, braucht es sowas wie eine Bevorzugung eines gewissen Lizenzmodells, sei dies jetzt proprietär oder Open Source. Er wird uns etwas dazu sagen und auch ein Fallbeispiel aufzeigen. Aber ich nehme nicht mehr vorweg und gebe dir, Roman, direkt das Wort und leg doch bitte los. Vielen Dank, Gerhard. Vielen Dank, Gerhard. In den nächsten 20 Minuten möchte ich mit euch meine Antwort auf die Frage, muss bei einer Beschaffung immer Chancengleichheit herrschen, näher erläutern. Ich bin Roman Müller, ich arbeite bei der Firma APP, bin unterwegs schwerpunktmäßig in IT- und Organisationsprojekten. Dabei konnte ich einige Beschaffungsprojekte unterstützen bei Bund und Kantonen. Die haben sich bezogen auf Beschaffung von Open-Source-Lösungen, aber auch proprietäre Software konnte ich für Kantone beschaffen oder neu in der Tendenz auch Services. Sie haben vielleicht vorhin in der Ausgangsfrage die Überschrift gesehen, Open-Source oder proprietäre Software. Noch vor einigen Jahren schienen sich die Anhänger von Open Source und die Verfechter von proprietärer Software unversöhnlich gegenüberzustehen. Öffentliche Stellen wurden kritisiert, in Beschaffungen Open Source-Anbieter zu benachteiligen und öffentliche Gelder nicht effektiv einzusetzen. Dass Open Source in der öffentlichen Verwaltung trotzdem auf dem Vormarsch ist, das ist, glaube ich, dem Umstand geschuldet, dass die Beschaffungen heute vermehrt den Schwerpunkt auf Funktionalitäten und Services legen. Wenn eine Ausschreibung auf Funktionalitäten und Services fokussiert, so rückt automatisch die Frage nach Open Source oder Closed Source in den Hintergrund. Offensichtlichstes Beispiel dafür ist eben der Trend in Beschaffungen Richtung Services. Organisationen wollen gewisse Infrastrukturelemente der Cloud auslagern oder teilweise sogar ganze Funktionalitäten als Software as a Service beziehen. Darum möchte ich eigentlich auch meine Ausgangsfragestellung erweitern und nicht nur Open Source oder proprietäre Software, sondern für mich ist die Frage weitergestellt, Open Source, Closed Source oder Service muss bei einer Beschaffung immer Chancengleichheit herrschen. Auf diese Frage kann ich eine klare Antwort geben. Ja, es muss Chancengleichheit herrschen. Es muss sichergestellt werden, dass der Markt spielt und keine Anbieter diskriminiert werden. Ich kann aber auch auf diese Frage ein klares Nein antworten. Es muss nicht bei jeder Beschaffung ein Produktetyp berücksichtigt werden. Als Produktetyp verstehe ich hier Open Source, Closed Source oder Software as a Service. Entscheidend ist für mich, dass man den richtigen Produktetyp wählt für die Bedürfnisse und Anforderungen, die der Kunde hat. Also man kann für mich, wenn man das bewusst entscheidet, sehr bewusst sich entscheiden für proprietäre Software oder auch
für Open Source, für eine Open Source Lösung, wenn es zweckmäßig für die Bedürfnisse des Kunden ist. Ich habe in der nächsten Folie versucht, diesen Entscheidprozess ein bisschen abzubilden, damit wir uns für den richtigen Lösungstyp entscheiden können, ist es notwendig, dass wir die grundlegenden Einflussfaktoren berücksichtigen. Auf der linken Seite seht ihr sicher den Ausgangspunkt. Kundenbedürfnisse und Anforderungen. Dies kann zu Beginn eines Beschaffungsverfahrens eine erste Vision sein. Das können auch aber schon konkretere Vorstellungen sein, konkrete erste funktionale Anforderungen. Daneben haben wir aber auch Rahmenbedingungen, vielleicht gesetzliche Rahmenbedingungen oder Verträge, die zu berücksichtigen sind. Das ist der eine grundlegende Einflussfaktor. Der zweite, der zu berücksichtigen ist, ist der Markt. Es ist notwendig für den Entscheid, dass man eine fundierte Marktabschätzung vornimmt. Eine Abschätzung einerseits des Lösungsmarktes, aber andererseits auch des Anbietermarktes. Unter der Kenntnis der Vor- und Nachteile der verschiedenen Lösungstypen kann man dann einen entsprechend fundierten Entscheid fällen. Wenn es dann entsprechend Gründe gibt für einen Lösungstyp, sollte man sich klar für einen Lösungstyp entscheiden und die Ausschreibungskriterien entsprechend umsetzen. Wenn Sie keine klaren Gründe für einen Lösungstyp haben, so sollte man die Ausschreibung neutral gestalten und keinen Lösungstyp diskriminieren. Also bewusst entscheiden für einen Lösungstyp oder eben neutral bleiben. Eine Ausschreibung offen gestalten für jeden Lösungstyp. Wie strukturieren sich die oben links beschriebenen Anforderungen? Vielleicht ist wichtig, sich mal zu überlegen, dass ein Beschaffungsgegenstand meist mehr als nur eine Lizenz, eine Open Source oder eine Closed Source Lösung ist. Ein Beschaffungsgegenstand besteht meistens aus mehreren Komponenten. Wir haben einerseits die Software sicher sehr zentral. Dann haben wir eine Infrastruktur, die wir bei einer Lösung brauchen. Supportleistungen, viele zusätzliche Leistungen für den Support, für die Wartung, aber dann auch Entwicklungsleistungen. Der Beschaffungsgegenstand ist also mehr als nur Software, es ist eine Zusammenstellung von mehreren einzelnen Komponenten. Ich habe auf dieser Grafik versucht, mal aufzuzeigen, in welchen Bereichen sich solche Bedürfnisse, wie man diese Bedürfnisse mal strukturieren kann. Auf der Übersicht seht ihr oben einerseits sicher zentral die funktionalen Anforderungen. Was soll ein System können? Die Kernfunktion des Systems, aber auch vielleicht schon gewisse Anforderungen an die Schnittstellen. Auf dem unteren Bereich haben wir die nicht funktionalen Anforderungen. Die beziehen sich auf der linken Seite eher vielleicht auf die Software oder die Funktionalitäten, also die Charakteristika der Lösung, Look and Feel, Benutzerfreundlichkeit, aber dann auch die Themen wie, was erwarten wir für eine Leistung von dieser Lösung oder was haben wir für Sicherheitsbedürfnisse. In der Mitte sind dann Bedürfnisse, die sich nicht direkt auf die Software beziehen, sondern eher auf die Dienstleistungen bei einer solchen Beschaffung. Das sind Projektanforderungen, Anforderungen an die Wartung und den Support oder den Betrieb. Daneben haben wir dann noch, wie schon vorhin erwähnt, Rahmenbedingungen, rechtliche Rahmenbedingungen, vielleicht Anforderungen an Lieferantenfirmen und Mitarbeiter von diesen Firmen oder vielleicht sogar kulturelle oder politische Rahmenbedingungen. Das kann sein. Der zweite Einflussfaktor, das ist die Markteinschätzung. Wie sieht der Markt
Wie sieht der Anbietermarkt für meine Bedürfnisse aus? Welche Art von Firmen haben Know-how im gesuchten Bereich? Ist zum Beispiel Know-how in einem bestimmten spezialisierten Bereich oder in einem innovativen Bereich gesucht? Hat das vielleicht Auswirkungen auf den Zuschnitt der Ausschreibung auf entsprechende Anbieter? Vielleicht braucht man kleine Firmen, vielleicht braucht man eher größere Firmen. Das muss man versuchen zu fassen bei dieser Markteinschätzung. Eine solche Markteinschätzung kann man entweder mit eigenen Kenntnissen machen, Experten hinzuziehen oder auch eben manchmal ein RFI durchführen. Als dritte Einflussgröße haben wir gesehen, die Charakteristika der verschiedenen Lösungstypen. Da haben wir mal die proprietäre Software. Ich weiß nicht, wie das Gerhard sieht, diese positiven Aspekte von proprietärer Software. Aber sie ist einfach oftmals für ungeübte Nutzer. Im Backend-Bereich hat sich Linux durchgesetzt, zweifelsohne. Aber beispielsweise im Frontend-Bereich ist die Usability oder von manchen Anwendungen noch nicht auf der Höhe von proprietärer Software. Und wenn Software lizenzfrei ist, aber wenig benutzerfreundlich, kann dies durch eine tiefere Produktivität eventuell teurer zu stehen kommen, als eine Software zu lizenzieren, welche die Nutzer nutzen können und gewohnt sind. Des Weiteren ist sicher so, dass wir gewisse De facto-Standards in der proprietären Welt haben. Die Büroarbeiter kennen und lieben ihr Word und Office. Excel. Alternativen gibt es natürlich, LibreOffice im Open-Source-Umfeld oder die ganze G Suite von Google als Service. Diese Lösungen decken die meisten Funktionalitäten ab, sind doch aber nicht genau gleich. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt zu diesen De facto-Standards gibt es eben oft sehr viele Erweiterungen und Integrationen im System. Und das darf man, glaube ich, auch nicht vernachlässigen. Neben diesen Aspekten haben wir sicher auch gewisse Garantien zum Support, die vielleicht einfacher sind. Es gibt natürlich auch Open-Source-Anbieter wie Red Hat, die auch solche Garantien geben. Aber generell kann gesagt werden, dass sicher Support-Garantien eher von klassischen proprietären Anbietern gegeben werden. Genauso sieht es aus mit der Garantiehaftung und Entschädigung und vielleicht auch die Beständigkeit der Hersteller ist ein Argument. Demgegenüber haben wir Open Source und diese Vorteile sind auch nicht zu vernachlässigen. Also Open Source, das sind offene Standards und offene Standards vereinfachen die Zusammenarbeit mit anderen Systemen. Die Kompatibilität ist da gewährleistet. Das ist sicher ein großer Vorteil. Auch die Qualität und Zuverlässigkeit dieser Lösungen. Open Source steht für bewährte und verlässliche Software. Mit hoher Softwarequalität. Die Qualität von Open Source Software ist nachweisbar. Rein durch die Offenlegung des Quellcodes gibt es auch einen gewissen Druck auf die Entwickler und so entsteht gute Qualität. Dann sicher die Unabhängigkeit ist auch immer ein diskutiertes Thema. Wir haben mit Open Source Software kein Vendor Lock-in und weniger Abhängigkeiten von IT-Dienstleistern. Die Flexibilität und Anpassbarkeit ist ein weiterer Punkt, der vor allem für die öffentliche Hand sehr interessant ist. Open-Source-Software kann fast beliebig auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Und bei der öffentlichen Hand haben wir doch oftmals spezifische Aufgaben, wo es keine Standardlösung gibt für die geforderten Anforderungen. Und so sind Open-Source-Lösungen als Basis für Weiterentwicklungen für die öffentliche Hand sicher ideal. Die Sicherheit ist sicher ein Argument, das auch immer kommt. Sicherheitslücken werden schnell geschlossen bei Open-Source-Lösungen. Und dann vielleicht die Innovation und die Entwicklung. Lösungen mit einer breiten Community. Die entwickeln sich relativ schnell weiter. Es kommt viel innovativer Input in diese Projekte hinein. Und man kann von neuen Funktionalitäten profitieren.
Der dritte Lösungstyp, das ist Software as a Service. Schnelle Realisierung, Software as a Service muss man nicht entwickeln. Man muss einen Service bereitstellen, allenfalls ein bisschen parametrisieren. Vorteil ist, der Kunde erhält laufend neue Funktionalitäten bei Software as a Service. Die Lösung wird beim Anbieter meistens direkt betrieben und der Kunde profitiert von der laufenden Weiterentwicklung. Ein Argument eher für die Finanzabteilung sind die Kosten. Es wird höchstwahrscheinlich nicht billiger, aber es wird anders verrechnet. Die Preismodelle sehen anders aus. Es sind keine Investitionskosten, sondern man hat laufende Kosten, Abo-Modelle, die sich entsprechend der Nutzung anpassen. Und dann die schnelle Skalierung, das ist vielleicht eher mit dem Thema Cloud verknüpft. Software as a Service kann man meist sehr schnell auf neue Nutzergruppen ausdehnen und das innerhalb von Tagen. Auf der Grundlage dieser drei Bereiche, Anforderungen und Kundenbedürfnisse, der Markteinschätzung und der Kenntnis der Vor- und Nachteile der verschiedenen Produktetypen, kann eine fundierte Entscheidung aus meiner Sicht getroffen werden für oder gegen einen Produktetyp. Wenn es gute Gründe für einen Typ gibt, sei es zum Beispiel eben strategische Vorgaben, Sicherheitsüberlegungen oder auch Marktgegebenheiten, dann sollte man sich klar für einen Typ entscheiden und die Ausschreibungskriterien entsprechend setzen. Wenn es keine guten Gründe gibt, so sollte man die Ausschreibung neutral ausgestalten und keinen Lösungstyp diskriminieren. Ich möchte euch ein Beispiel vorstellen, beim welchen wir uns sehr bewusst für einen Lösungstyp entschieden haben. Das ist, vielleicht kennt ihr es, Open Data Swiss. Open Data Swiss ist ein Portal, über welches öffentliche Stellen Daten zur freien Nutzung und Weiterverwendung publizieren können. Zu Beginn dieser Ausschreibung haben wir uns diese drei Felder mal kurz überlegt. Einerseits die Bedürfnisse. Es gab einen Strategieentscheid des Bundesrates, ein konkreter Auftrag. Die Anforderung war, dass über dieses Portal öffentliche Daten publiziert werden können, die für alle frei benutzbar sind. Es war auch eine klare Anforderung, dass dieses System interoperabel mit anderen Verwaltungen sein sollte. Das war so eine erste Einschätzung der Anforderungen und Bedürfnisse. Auf der anderen Seite hatten wir den Markt. Wir haben gesehen, dass es eine Lösung gibt, die die Anforderungen zu großen Teilen unterstützt und etabliert in Verwaltungen in anderen Ländern war. Das war der zweite Punkt. Der dritte, wir haben dann gesehen, die Spezifikas dieser Produktetypen. Für uns war dann wichtig, die Qualität von offenen Standards, die Flexibilität und Anpassbarkeit und die Innovation, weil es ist ein relativ junges Thema, wo viel Innovation passiert. Und da war es für uns diese Eigenschaft von Open Source Software sehr zentral. Wir haben uns entschieden für ein Open Source Produkt, Seekern, und haben ein beschränktes Verfahren auf ein Produkt beschränkt. Wir haben einfach den Anbietermarkt spielen lassen und das Produkt vorgegeben. Dies hat uns die Möglichkeit gegeben, auf die Besonderheiten des Produktetyps einzugehen. Für die Beurteilung des Lösungspartners haben wir uns dann drei Schwerpunkte gesetzt. Uns war dann wichtig, einerseits die Erfahrung, das haben wir auch bei anderen Ausschreibungen bei proprietärer Software, aber dann war die Frage nach Standardkomponenten, was ist die Basis für die, neben dem Standardprodukt hatten wir noch zusätzliche Bedürfnisse und diese wollten wir mit weiteren Open-Source-Standardkomponenten abgedeckt haben. Da haben wir unser Gewicht drauf gelegt und dann als dritter Punkt war das die Community. Also wir wollten einen Anbieter mit genügend Erfahrung,
in ähnlich gelagerten Projekten, um den Entwicklungsaufwand für die Erweiterungen und Verbesserungen klein zu halten, wollten wir neben dem gesetzten Produkt einen hohen Anteil an Standard-Software-Komponenten. Die Anbieter mussten uns dann aufzeigen, welche Anforderungen aus unserem Anforderungskatalog sie mit den Standardkomponenten abdecken konnten. Dies haben wir dann entsprechend bewertet. In Zuschlagskriterien haben wir dann auch die Community bewertet. Dies ist vielleicht der Open-Source-spezifischste Punkt. Wir haben versucht zu beurteilen, wie etabliert und breit genutzt die Standard-Software-Komponenten sind. Damit wollten wir sicherstellen, dass eine genügend große Community diese Lösung trägt. Und andererseits war es für uns ein Indikator für die Zukunftsfähigkeit der Softwarekomponenten. Ich denke, wenn Auftraggeber sich vermehrt grundsätzlich Gedanken zum Profil ihres zu beschaffenden Leistungsgegenstandes machen würden, und dies mit den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Lösungstypen abgleichen würden, so fiele vielleicht die Wahl der Lösung oftmals anders aus als heute. Jetzt noch was für die Open-Source-Gemeinde. Gerade Open-Source hat in einigen Bereichen klare Vorteile, die vielleicht bei einem bewussten Entscheid für einen Produktetyp besser zum Tragen kommen können. Ja. Danke. Herzlichen Dank, Roman. Ich muss sagen, dass mir diese Aufteilung, die du hier vorträgst, dass das sehr hilfreich ist, dass ich diese Gedanken wichtig finde. Und mir scheint auch, dass das Thema ein bisschen weniger religiös auch angegangen wird als noch vor Jahren. Also ich nehme mich da mit ein. Und ich finde doch wirklich eine spannende Entwicklung, die wir hier sehen. Jetzt vielleicht als Einstiegsfrage, bevor ich dann die für den Raum öffne, siehst du eine Tendenz, kannst du das quantifizieren, wenn du jetzt ein bisschen rückwärts und aktuell schaust, wo wir stehen, wenn du jetzt so den ausschreibenden Beschaffungsmarkt anschaust, wie entwickelt sich das? Mehr Software as a Service, mehr Open Source, noch mehr proprietär, könntest du das ein bisschen einordnen? Ich glaube, es ist relativ schwierig zu sagen. Also es gibt sicher einerseits diese Tendenz Richtung Services, vielleicht nicht Software as a Service, weil bei diesem Thema ist in der öffentlichen Verwaltung noch immer mit gewissen Vorurteilen behaftet oder es wird dann relativ schnell rechtlich, ob das jetzt zulässig sei oder nicht. Das andere in Richtung Open Source, bewusst in Richtung Open Source ausschreiben. Ja, es gibt ja sicher vermehrt gezielte Initiativen, wo Kantone beispielsweise zusammen gewisse Aufgaben versuchen mit Open Source zu lösen und sich auch gemeinschaftlich an diesen Lösungen versuchen, diese weiterzuentwickeln. Da denke ich, gibt es schon Tendenzen. Aber der große Teil ist sicher die klassische Suche nach proprietärer Software. Also das ist, ja. Nach wie vor. Vielleicht bin ich da ein wenig zu pessimistisch. Jetzt, wir haben heute Morgen in der letzten Keynote das Beispiel von Fertig gehört. Ich habe mir da im Kopf gegangen, wie beschafft man einen solchen Software as a Service? Weil ich meine, de facto gibt es da keine Auswahl. Schweizer ÖV, Ticketing, State of the Art, ich will sowas beschaffen als, keine Ahnung, SBB. Wie geht das? Man versucht zu fassen, was ist gesucht. Ja, und ich denke, dass die Herausforderung, wenn man einen Service beschafft, ist, was sucht man? Also man ist schnell versucht, nicht nur zu beschreiben, welche Funktionalität man sucht, sondern man denkt sehr schnell dann in Lösungen und versucht zu spezifizieren, wie diese Infrastruktur aussehen soll und so. Und das geht eben bei Services nicht. Man muss relativ neutral bleiben und wirklich nur fragen, was ist die Anforderung an diese Software. Vielleicht gewisse Charakteristika, Leistungseckpunkte festlegen und dann ein sehr generisches Preismodell verwenden. Ja. Gut, jetzt habe ich selber schon zwei Fragen gestellt, will nicht zu viel Zeit monopolisieren. Das Mikrofon ist offen. Weitere Fragen? Sehe ich da irgendeine Hand sich bewegt? Da.
Ja, ja. Ah, doch, du musst, wegen dem Podcast. Vielen Dank. Ja, Sie haben erwähnt, dass es bei der Open-Source-Software nach wie vor Probleme bei der Evaluation, auch Probleme bei der Gewährleistung und der Haftung gibt. Also wir haben da, ich habe das Gefühl, da wurde in den letzten Jahren sehr viel getan. Es wurden auch juristische Personen gegründet, die der Community helfen, diese Gewährleistung und Haftung zu machen, was ja auch wichtig ist. Ich verstehe, dass man das braucht. Ist das immer noch tatsächlich so, dass da noch viel gemacht werden muss? Ich überlege, von meinen letzten Open-Source-Ausschreibungen, da war es nicht mehr ein Thema. Vielleicht war da vielleicht der Kunde schon genügend sensibilisiert und fand, und da war das für ihn dieses Element der Gewährleistung gar nicht mehr so relevant. Weil wir haben ja gesehen, bei Open-Source-Software, wir haben da gewisse, oftmals eben Qualitätskriterien und die anderen Kriterien sind, wir haben ja mit guter Software zu tun, das ist ja meistens ein Punkt. Dass diese Gewährleistungsfrage für mich nicht so zentral ist. Also bei proprietärer Software, da haben wir ja genauso Probleme mit der Gewährleistung. Vielleicht haben wir es dann vertraglich geregelt, aber wie es dann in der Realität aussieht, da ist dann oftmals noch ein bisschen anders. Ja. Also es ist eine Frage der Durchsetzungsinitiative, ja, von etwas, das man eigentlich durchsetzen könnte. Dann. Das könnte. Ist die Frage. Eine weitere ist noch einmal, Adrian. Ich hab's nicht ganz so gemeint. Ich verstehe durchaus, dass diese Haftung, Gewährleistung verlangt wird. Ich habe es eher so gemeint, dass ich feststelle, dass OS das auch bietet. So meinte ich. Ja, also das gibt's. Also ich hab's nicht erwähnt. Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Also die Anbieter geben solche Garantien ab. Dann verhalten sie sich dann sehr ähnlich wie proprietäre Hersteller, oder? Red Hat hat ihre Pakete, die eine gewisse Sicherheit, auch papierige, vertragliche Sicherheit für Lösungen gibt. Noch eine Frage, bevor wir sonst nun den Wechsel machen würden. Herzlichen Dank noch einmal, Roman, für diesen Einblick aus deiner Warte